Ja, damit hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zu Car Mechanics Simulator, hier neben meinem geilen neuen Auto. Ja, den haben wir ja behalten. Das ist unser, jetzt unser Vorzeigeauto. Sehr, sehr gut. Deine Werkstatt, nein, wollte ich jetzt nicht, ich wollte gucken, Garagen rein. Wir haben den kleinen Fiat, der wird der nächste sein. I love it. Ich feiere das. Oh, schön. Ah, klein Fiat. Im Gegensatz zu dem, guck mal, wie klein der ist. Alter, wer soll da reinpassen? Da passen wohl kleine Menschen rein, glaube ich. Ganz kleine Menschen. Ah, schön. Was haben wir denn hier? Ein bisschen Aufhängung, ja. Ja, wollen wir eigentlich nicht gucken. So, wir müssen mal jetzt mal schnell Waschi-Waschi machen. Den kleinen Flitzer, der wird wohl blau sein, denke ich. Ja, ist blau. Blau und sehr kaputt. Dieser kleine Flitzer. Ah, wei. Habe ich den vielleicht innen drin nicht gewaschen? Mein Auto? Kann das sein? Weswegen der so rummurkst? Ey, habe ich mein Auto innen drin nicht gewaschen? Das ist nämlich auch möglich, du. Komm, wir gehen mal zum Waschen. Komm. Das ist möglich. Tatsächlich. Der war nicht gewaschen. Innen drin. Ja, kein Wunder, warum der nicht. Warum der einfach so schlecht drin war. Ich habe mich schon gewundert, warum der so gerochen hat das letzte Mal, als ich da drin reingestiegen bin. Jetzt ist er 100%. Jetzt ist er 100%. Alles 100%. Da gibt's doch nicht. Ich habe den nicht gewaschen. Wie schwer soll der sein? 2500 Kilo, das ist aber leicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der nur so wenig wiegt. Der wiegt mindestens. Der wiegt bestimmt. 3,5 wird er bestimmt wiegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bude nur so wenig wiegt. Das kann nicht stimmen. Kilometerstand hat er auch schon runter. 195.000. Naja. Gut, wir haben den jetzt auf 100%. Das. Oh. Vor der Garage, ja. Also vor der Werkstatt. So sieht er besser aus, wenn er hier steht, wa? Ich feiere dieses kleine Ding hier. Ah, shit. Ah, komm, ich mache erstmal. Wir machen dich erstmal schick hier. So, siehst du, da sieht dein Rahmen jetzt schon mal besser aus. Jawohl. Sehr schick. Sehr, sehr schick. Ist ein ganz kleiner Vorflitzer. Okay. Ja, da würde ich sagen, dann nehmen wir mal die Karosserie ab. Aber coole Reifen hat er doch. Hat er drauf, ne? Die würde ich auch fast so lassen. Dann machen wir die mal als erstes. Das ist ja auch der einzige, den wir noch haben. So als Hilfe, dass wir wissen, okay, wie könnte es aussehen. Also ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Teil von dem Teil. Ich hoffe,
Aber man hat da noch viel mehr Möglichkeiten auszubauen und rumzuschrauben und machen und tun. Das würde mich schon freuen, weil irgendwann geht ja dann auch wahrscheinlich der Content aus, dann hat man alles gesehen und gemacht. Ja. Aber ich bin guter Dinge, ich bin guter Dinge. So. Gut. Dann nehmen wir die mal ab hier. Das ist die Abgasanlage. Dafür müssen wir den hochfahren. Will ich jetzt aber gerade nicht. Mal Lichter. Ist aber auch kein Mod, oder? Doch, da ist eine Mod. Dann kriegt man ja alles repariert und so. So, dann nehmen wir dich mal auseinander. Mein kleiner Freund. Was hast du da oben noch? Ah. Nehme ich dir mal alles ab. Nehme ich dir mal alles ab. Bremsverstärker ist da unten drin. Ja, irgendwo müssen sie es ja hinpacken. Aber ich glaube, wir haben alles. Ja. Gut. Dann mache ich mal so. Dann werden wir erstmal die Scheiben hier, die ich jetzt zumindest sehe, schon mal machen. Rücklicht rechts hat gefehlt. Die Frontlichter, okay. Ich muss mal gucken, was ich repariert bekomme. Und wenn, müssen wir eh mal gucken, was wir so tun können. So, dann reparieren wir die Geschichte mal hier. Jawohl. Und den Rest können wir dann ja so aufbauen. Ich werde uns gleich mal die Innenausstattung rausholen. Das wäre mal der Sitz. Das müssen zwei Sitzer sein. So, dann du noch. Ja, okay. Wird auch das erste sein, was ich mal hole. Ja, Innenausstattung. Aber den haben wir jetzt innen drin sauber gemacht, oder? Haben wir den jetzt innen drin sauber gemacht? Ich hoffe es. Aber ich glaube, ja. Sieht sauber aus. Nee, Quatsch. Ich wollte hier so. Jo. 100, 100, das passt. Die Tür fehlt uns. Die müssen wir ja eh aufnehmen. Die ist zerstört gewesen. Gut, dann gucken wir mal. Hört mal hier Karosserie, da. Hier schon mal die Scheibe. Eckscheibe. Rücklicht rechts. Karosseriescheibe. Das sind die Sitze, die haben wir schon. Lenkrad haben wir auch schon. Tür. Scheinwerfer. Stoßstange vorn. Kostet ja gar nichts, ey. Türscheibe vorne rechts. Die Windschutzscheibe. Die Heckklappe. Stoßstange hinten. Aber warte mal.
gibt tatsächlich wohl unterschiedliche Arten hier. Stoßstange hinten B, guck mal. Gibt es auch noch eine andere? Vorderteil. Aber da haben wir schon ein gutes, glaube ich. Aktuell damit das. Ja, da kann man nicht so viel machen. Aber das ist auch nicht schlimm. Muss ja auch nicht. Ah, guck mal, nimmt Gestalt an, der junge Mann hier. Dass das da unten jetzt so rausguckt, ist gruselig. Aber naja. Wie willst du es sonst machen bei dem kleinen Ding hier? Er hat ja nicht mal Außenspiegel. Er hat nicht mal Außenspiegel. Aber ein Dach zum Öffnen hat er. Ja, der ist ja schon mal viel wert. Der hat auch nur noch ein Schild hinten. So, das lassen wir unlizenziert. Ohne Lizenz. Oh nein. Wieso habe ich so viele Nummernschilder hier? A8, A8. Ach, das übernimmt ja so. Ach, cool. Also die hat schon eine Lizenz drauf. Nice. Okay. So, wie siehst du denn aus, mein Freund? 100, 100, 100. Sehr schön. So soll es sein. Dann gehst du mal mit mir zum... Wobei, wir warten mal noch, bis die Reifen da sind, wa? Was ist ein bisschen schwierig, damit hinzugehen. Da würde ich sagen, wir machen die Reifen. So, einen haben wir ja. Kleine putzige Reifen hier. So, dann gib mal her. Einen können wir reparieren, ja. Ne, können wir nicht. Ich bin noch verkehrt. Ist ja kein Karosserieteil. Mann. So, dann nehme ich die mal rein. Das wärst du und du. 14 Zoller sind das. 14 Zoll. 30, 205. 30, 205. 30, 14, 30, 205. Durchmesser Zoll. 205. Kann ich gar nicht weiter runter machen. Hä? 205, 30, 40 Zoll. Ich krieg den nicht runter. Kein Plan, warum der das nicht frisst. Maximal 50. Gibt es so gar nicht hier. Ich habe den jetzt nur einmal gekauft, ne? Aber das ist nicht schlimm. Dann gucken wir gleich, ob das passt. Und dann können wir noch nachkaufen. Retro, okay, dann warte mal. 14 Zoll habe ich jetzt. Das wärst du und du.
Was? Achso, ich habe keine passenden. Ich will den Reifen doch bloß irgendwo anbauen, mal kurz, schnell. Kann ich das mal machen, bitte? Der war ja hinten, wa? Jo. Passt. Okay. Also können wir das so nehmen. 205. 30, 14. Dreimal. Dann 14 Zoll. Reifen. Dreimal. 14 Zoll. 205. 50 habe ich so gelassen, ne? Keine Ahnung, warum es da 30 auf 30 gar nicht geht. Kann ja dann nur ein Fehler sein, wa? So, der kommt doch mal hier mal rein. Gut, dann du mal noch. So. Und dann mal du. Okay. Gut. Haben wir das jetzt soweit? Hier hinten ist der kleine Motorchen drin. Okay. Krass. Auch noch nicht so gesehen. So, dann machen wir mal. Machen wir aber erstmal das. Den weiß ich nicht, ob der noch hält. Ja, können wir mal reparieren gehen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Okay, können wir nicht reparieren? Nö. Keine Ahnung, warum ich den nicht reparieren kann. Dann kaufen wir den eben mal nach. Ersatzteile, Luftfilter, ja. Und wir brauchen Luftfiltergehäuse. Das kann ich gar nicht reparieren, warum auch immer. Wundert mich schon. Wundert mich schon etwas. So, lass mal gucken hier. Das ist der Kühler, den wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier. Luftfilter, das. Und nochmal ein Teil davon. So. Ob es erstmal so ein riesiges Luftfilter-Ding hier drin. So ein kleines Auto. Kühler. Was müssen hier so doll gekühlt werden? Lüfterzarge, Kühler. Lüfterzarge B. Das Teil, ja. Dann brauchen wir groß, B klein. B groß, B klein. Okay. Also gekühlt werden kann auch schon mal, das ist gut. Geiler Aufbau. Ah, schön. Dann kannst du mal noch mal einen hochgehen.
Dann machen wir unten alles soweit fertig. Ich würde sagen, wir machen erstmal die blöden Sicherungen. Oder sowas, was immer sich hinzieht. So. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Dann können die raus. Ja, dann muss ich doch wieder runterfahren. Sicherungskasten, aber den habe ich auch noch da. Den muss ich doch auch reparieren können, oder? Ja. Jo. Jo, jo, jo. Das soll passen. Dann können wir mal kurz die Sicherungsgeschichte holen hier. viermal dich. Einmal dich. Dreimal dich. Zweimal dich. Auch ganze dreimal hier. Weil der Typ A nur einmal. Sicherungskasten brauche ich nicht. Guck am Motorraum. Willst du mich jetzt verarschen? Ich bin doch aus dem Motorraum rein hier. Jetzt geht's, komischerweise. Was ich nicht verstehen. Aber ist okay. Ist okay, ich hinterfrage das einfach nicht. So, hier bitte. Bitte. Abdeckung habe ich nicht. Ich habe nur die untere Seite. So, dann ist es mit den Sicherungen auch erledigt. Dann machen wir den Eco noch. Den hier noch. Kraftstofftank. Ach, so sieht ein Kraftstofftank aus. Okay, die Batterie noch neu. Luftkühler neu. Frischwasser. Und hier haben wir Rolik, ja. Das noch. Den noch, okay. Gut. Kommst weg. Den haben wir. Den. So. Dann haben wir schon mal die Teile fertig. Habe ich den echt zweimal gehabt? Oh. Was ein Ärger. Ich sollte vorher immer mal gucken, ob ich die Teile vielleicht schon in der Tasche habe oder im Lager. Ja, egal. So, hier. Bitte. Bitte. Haben wir den anderen Teil schon dran gebaut? Das nicht, aber den hier wollte ich noch drauf bauen. Genau. Okay. Das sieht sehr gut aus.
Da fehlt doch bestimmt noch deine olle Kraftstoffpumpe. Hier nehmen wir mal gedient hier, die Kraftstoffpumpe. So, 1,5% mehr Leistung der Kleine. Freut ihn bestimmt. Okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Dann würde ich sagen, wir gehen doch noch mal kurz zum Lackieren und dann beenden wir mal die Folge. Oh, schön Lack drauf. Blau auf keinen Fall. Der sieht echt nicht schön aus im Blau. Nicht mal ehrlich. Originalfarbe sehe er so aus. What the fuck? So sieht er schon viel besser aus mit dem Metallic-Effekt. Matt. Also matt, wenn matt, dann wirklich nur schwarz. Oder so hier. Wobei das echt gut aussieht mit dem Puschen. Guck mal. Das wäre so matt. Bisschen dunkler ginge auch noch. Man muss immer mit den Reifen gucken. Aber guck mal, selbst die Reifen stehen über, obwohl ich die gleiche Größe genommen habe, 14 Zoll. Bisschen gucken die drüber. Ja, keine Ahnung warum. Matt sieht halt wirklich nur, wenn er dunkel ist oder so, gut aus. Rot ginge vielleicht auch noch mit matt, aber nee, dann wirklich die Farbe hier. Vielleicht schon fast zu dunkel. So hier. Ja, so machen wir das, glaube ich. Sieht cool aus mit dem Reifen dann und so. Das passt schon. Das sieht cool aus. Okay, dann kannst du mal wieder auf die 2 gehen. Bitte. Sehr schön. Ach, schick. Der wird auch noch schön werden hier. Schade, dass das Ding so hinten raus. Das ist creepy. Aber ich glaube, bei den Kleinen sieht man die tatsächlich immer rauslucken hinten. Bei den Teilen. Ja gut, dann sind wir erstmal am Ende. Am Ende dieser Folge zumindest. Ich sag vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wir können ja bei nächster Folge auch mal wieder in die Scheune gehen oder auf den Schrottplatz. Mal wieder ein paar Teile suchen. Hätte ich Spock. Ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.